Leute, heute gibt es mal wieder einen neuen Vlog. Und zwar lasse ich mir mal wieder die Haare schneiden. Und zwar sind meine ganzen Spitzen voll kaputt. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber die sind so, so strohig und so, so spitzig. Und ich habe gedacht, ich muss jetzt einfach mal abschneiden, weil ich habe sonst immer zwar Spitzen geschnitten, aber die waren dann immer noch kaputt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und dann will ich die Farbe noch ein bisschen ändern. Also ich will die noch kühler haben und mal sehen, ob die das gut hinkriegen. Ich bin jetzt zum ersten Mal bei dem Friseur zum Färben. Bin mal gespannt, weil das letzte Mal war ich ja in Berlin und jetzt bin ich in Hannover bei dem Friseur. Der ist am Thienplatz und heißt Nun. Und da gehe ich jetzt mal rein. So, gleich geht's los. Jetzt habe ich die Farbe drin, beziehungsweise die Blondierung. So, ich sehe gerade überhaupt nichts. Ich laufe auf jeden Fall gerade in der prallen Sonne zum Zollamt, weil ich noch ein Paket abholen muss. Und es ist mega heiß und ich habe mich nicht eingecremt. Und ihr solltet euch immer eincremen. Und ich habe es natürlich vergessen heute. Aber das ist wirklich sehr wichtig. Und ich bin jetzt vom Friseur wieder da. Also fertig. Ich glaube, ihr könnt es gar nicht richtig sehen. Ich zeige euch das später nochmal und sage nochmal was dazu. Falls jemand seine Schuhsohle verloren hat. Die liegt beim Hauptzollamt Hannover. Könnt ihr gerne abholen. Falafel. Mm. Das ist eine gute Band, die wir schon seit 20 Minuten hier. Ja, wir seit 20 Minuten zu hören. Wir haben rausgefunden, wie die heißen. Die heißen Stray Mood. Schaut vorbei. Ich würde euch nochmal meine Haare zeigen. Die sehen jetzt nämlich so aus. Die Kamera fängt, glaube ich, die Farbe auch eigentlich ganz gut ein. Also, sie sind auf jeden Fall ein Stück kürzer. Davor waren die so lang, ungefähr. Glaube ich jedenfalls. Und die Farbe, ich weiß nicht, das T-Shirt ist jetzt halt weiß, ob ihr das so gut sehen könnt. Die Farbe ist jetzt nicht so groß anders, also ist noch ähnlich wie vorher. Ich meinte halt zu ihr, ich möchte es aschiger haben und sie hat dann eine Blondierung reingemacht. Ich kenne mich halt wie gesagt nicht so aus mit dem Färben oder so. Auf jeden Fall meinte sie, dass man eine Blondierung reinmachen muss, weil das irgendwie, sie meinte, weil wenn man eine Farbe drauf macht, kann man es nicht aschiger machen, sondern man muss nochmal blondieren, damit das Blond kühler wird. Keine Ahnung, ob das jetzt so richtig ist. Auf jeden Fall, ich finde es gut eigentlich, das Blond, aber ich weiß nicht, ob das so rüberkommt. Aber es ist mir, irgendwas daran stört mich noch. Es ist noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Auch der Übergang, also okay, der Übergang hier ist ganz okay, aber wenn man hier schaut, es ist so, ich weiß nicht, es ist einfach so eine Linie. Und hier sind teilweise auch Haare, die so fast platin-weißblond sind, was ich auch jetzt nicht so, so schön finde, wie diese hier zum Beispiel. Aber naja, ich bin trotzdem zufrieden, also es ist trotzdem ganz gut, aber so ein krasser Unterschied jetzt von der Farbe ist halt nicht da. Ich denke aber auch, also ich wollte ja einfach mal eine Veränderung haben und ich bin echt froh, dass ich das gemacht habe generell. Ich denke aber, dass ich in absehbarer Zeit, na was heißt absehbarer Zeit, vielleicht in einigen Monaten wieder ganz zurückfärbe oder einfach, also entweder mache ich komplett schwarz, mache ich meine Haare komplett schwarz, vielleicht mit so einem ganz, irgendwie mit so einem, also ganz, ganz dunkel mit einem ganz leichten Farbstich. Entweder vielleicht blau oder irgendwie so ein lila. Also zwischen rot und lila so ein sowas in der Art. Magenta vielleicht. Aber dann halt so ganz, ganz leicht nur. Oder ich mache halt wieder so ein braun, aber ein helleres Braun, was vielleicht noch so ein paar Goldpigmente drin hat. Da muss ich aber nochmal durchs Internet durchstöbern und dann dem Friseur genauer sagen, was ich haben möchte. Ich glaube, ich hätte vielleicht heute ein Bild zeigen sollen, weil ich glaube, sie hat nicht ganz verstanden, was ich haben will. Den Ausblick gehabt hatte. Nackte Freilufttheater-Konzert. Auf der Suche nach Vorschlägen fragte ich die Online-Tetraplegiker, was sie am liebsten auf der Welt machen würden. Da bist du, Jan. Ich zog die Tür hinter mir zu. Ja, da bin ich. Klar, ich kann mich auch später mit Patrick im Park treffen. Warum? Guten Morgen.
Ich mache den Vlog an dieser Stelle einfach mal weiter, weil der nicht lang genug geworden ist. Und heute ist Donnerstag und Lamia feiert heute Release Party. Die fängt auch relativ früh an. Also ich werde demnächst schon losfahren. Übrigens, falls ihr das Album noch nicht vorbestellt habt oder noch nicht wisst, dass Lamia ein Album rausbringt, dann könnt ihr ja mal reinhören. Oh oh. Oh oh. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, wie das so in den Radios läuft und wenn der Sommer noch ein bisschen länger ist, dass die Leute im Auto hören, auf dem Weg in den Urlaub, so. Und welches ich richtig geil finde, ist White Lies. Ich freue mich voll, ich bin voll aufgeregt, wie es heute wird. Ja, also wenn ihr diesen Vlog seht, könnt ihr das Album schon bestellen und euch holen. Übrigens trage ich das Shirt von Ishtar. Eda Mama, das sieht so richtig süß aus. Mir ist davor gar nicht aufgefallen, dass es ein Smiley Face sein soll. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Release Party und ich bin jetzt, ja, das ist Hannover. Überall so grün. Nee, ich glaube, Hannover gehört sogar zu den grünsten Städten Europas. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Und dann sehe ich alle anderen wieder. Voll ungewohnt, dass jetzt mal alle in Hannover sind und ich nirgends mit dem Zug 2-3 Stunden hinfahren muss. Da ist der Star des Abends. So, ich bin jetzt angekommen. Alle anderen waren schon da. Und hier sind noch ein paar Zuschauer. Hier sollen wir aufgehen. Hallo. Hier ist auch da. Können wir auf den? Oh, der Name kann man auch. Nanook. Du bist noch gar nicht mehr Nanook, oder? Ach so, ihr wisst ja. Okay. Ich hab ihn nicht. Ich hab Nanook als dein Freund. Oh ja. Ja. Her boyfriend. Yeah. Ich hab richtig verteilt geguckt. Ja, es ist so, was passiert jetzt. Oh. Und? Aufgeregt? Aufgeregt, komm mal. Und? Okay, wir müssen hier mal ein bisschen Stimmung reinmachen und ein bisschen tanzen. So, jetzt tanz für mich. Steh auf. Okay, mit der Zeit ist das. Gefilmt. You wanna be with you? Okay, sie geht weg. Oh! Hey! Oh! Der geht nicht. Der geht's nicht. Okay. Ja? Ist gut? Hey! Oh! Everything we had, we can never change. Like a statue, I'm not coming at you. I'm just trying to keep us right. But if I left you, I'll never forget you. Right until the day I die. Baby, I'm unconditional till the end of time. Baby, I'm never ever too far. Ich kann auch gut summen. Wow! Das war unser Auftritt. Also mein. Hat die Presse? Das ist jetzt mein erstes Album. Los! Ich kann jetzt nicht singen, wenn ihr mich dazu. Los! Du musst eigentlich singen. Yeah! Yeah! Kann ich dachte, wir machen das zu zweit. Ist nein. Die Gitarre los? Nein. Hier, komm, du musst ich da. Da? Ich glaube, du bist die dann so mal schnippst. So, dann so los. Yeah. Ich gebe dir den Beat. Du musst. Hey, Anna, komm. Nein. Hallo, komm. Hallo, wir sind Kanal. Das ist ein kleines Publikum. Okay. Wie macht man das sonst? Oh. Wow. Ich wollte mal okay.
Komm, wir machen. Kann man hier Instrument jetzt auch so anspielen? Wollen wir einen Rap machen? Ich will für Rap. Yeah. Wollen wir rappen? Mhm. Nein. This one's for the boys with the boom system. Top down AC with a cool system. Ready, Kevin, mit Clappy blazing up. Ist das unentdeckte Talent? Ich bin eine echte Rapperin. Irgendwas, was ist dein Lieblingslied? Oder was ist für Offense? Was singst du immer, wenn Leute sagen, keine sing Identität. Mal? Identität. Identität. Ich hab keine Identität. Was? Individualität, meinst du? Nein. Doch. Meinst du, dass ich nicht individuell bin? Nein. Aber Identität, oh, ist ja das, das macht keinen Sinn. So, mach jetzt mal auf Dings Whitney Houston. Ja. Oder Jennifer Dings. Okay. Ja. Nicht mehr süß. Mach jetzt mal richtig so boom. Lass es mal auf Stimme kriegen. Hauptsache auf Snapchat und in Videos können wir immer singen. Yeah. Und in dem Moment, wo wir ein Mikrofon haben. Okay, okay, jetzt mach jetzt auf. Ich hole euch noch. Okay. Okay. Ich singen würde, würde jeder rausgehen. And I am telling you. And you gonna love me. Got my soul sister. My soul sister. Hey sister, soul sister. Soul sister, soul. Keine Ahnung. Hey sister, soul. He met mama. He met mama. I've done it all on earth. Geil. Das ist so lachend. Wir können nie ein Konzert machen. So. Das ist anstrengend. Ja. Okay, ich stelle euch mal jetzt die Kamera auf. Ich fand so, die tun so, als würden die flüstern, aber... Comes around, comes back around, hey. My Anna. My Anaconda don't. My Anaconda don't. To tell you I'm sorry. Sich endlich getraut zu singen. Hello from the Die Aufnahmen werden dann auf Shantifa Katrinka sein. Hier, Drake. Fast, dass ich sein Hotline-Bling singe. Dann machen wir Griezmann. Not about me, this is about her. So, jetzt haben wir gerade gegessen und alles und jetzt geht die Party weiter. So, als jetzt wird Party gemacht. Wir werden immer dieses Erklären in der, ja, immer erklären, was man gerade macht. Ihr seht ja eigentlich selbst, was wir machen. So, was machen wir? Party! Shame is back! Better than ever! Weil bei mir die Kamera bin ich so beim Tanzen. Ja, ich muss erst einmal unauffällig filmen, dann seht ihr, wie sie eigentlich abgeht. Es scheinen auch viele unbekannte Seiten, die ihr noch nicht gesehen habt. Ich werde sie in diesem Vlog alle aufdecken. Regenbogen, Regenbogen.
Leute, Tanztutorial bei Shanti and Kat. Das hier ist der Einkaufswagen. Und dann bin ich die Mutter und sage, nein, ich möchte es nicht. Ja, du musst jetzt. Dab to the right. Dab cross. Dab wrist move. In die Stadt und wir spielen gerade Pokémon Go. Ich habe es mir jetzt auch geholt. Wir haben noch eine Zuschauerin getroffen. Julia, ne? Genau. Wir haben uns gerade angesprochen. Richtig cool.